Landespokalfinale im Fußball, morgen Abend 19 Uhr, TSG Neustrelitz gegen Hansa Rostock. Und für zwei Spieler gibt es noch einen besonderen Anreiz, dieses Spiel zu gewinnen. Und zwar für die Gebrüder Weidlich. Die spielen nämlich gegeneinander. Her mit dem Pokalpott, Kevin Weidlich von der TSG Neustrelitz. Nö, den will ich auch, Dennis Danso Weidlich, Mannschaftskapitän bei Hansa Rostock. Kevin, das Küken. 3 Jahre jünger als sein Bruder in Neustrelitz ist der Mann mit der 7 der hausinterne Torschützenkönig. Morgen spielt er gegen seinen 28-jährigen Bruder. Fraxhausen. Halt, das geht nochmal gegen meinen Bruder, ist nochmal eine extra Motivation für mich. Und ich hoffe, dass wir das Spiel auch dann so positiv für uns bestreiten. Aber das wird nicht einfach gegen den Bruder in Hansa Blau. Erstens spielt er eine Liga höher in der dritten. Und dann ist er bei Zeiten auch nicht so schlecht im Torschießen. Dennoch, Kevin. Der Neustrelitzer hat schon 7-mal diese Saison eingenetzt. Wie wollen Sie den erfolgreichsten Torschützen ausschalten der gegnerischen Mannschaft? Wer ist das, wenn ich fragen darf? Der Bruder vielleicht? Ah, okay. Ja, nee, wir wissen schon, was wir machen müssen und was wir zu tun haben. Das wird auch notwendig sein. Landespokalfinale 2013. Neustrelitz ledert den Favoriten aus Rostock im Finale mit 3:0 ordentlich ab. Und übermorgen muss vielleicht ein Weidlich zu Fuß zum Training. Ja, so eine kleine interne Wette haben wir. Aber wir sollten doch intern bleiben. Aber was ich dazu sagen kann, halt, wenn ich ein Tor schießen sollte, dann hätte ich das Auto von meinem Bruder für eine gewisse Zeit. Und das ist schon auf jeden Fall ein großer Ansporn für mich. Kevin spielte einst für St. Pauli, Dennis dann so für den HSV. Familienkonkurrenz. Und was ist mit der brüderlichen Wärme? Mein Bruder war schon immer und ist für mich eine Vorbildfunktion. Ich habe ja seinen kompletten Fußballweg mitverfolgt, mit Höhen und Tiefen. Und er hat das eigentlich super gemeistert bis jetzt. Und er hat immer auch einen Rat für mich da. Also Weidlich, nicht nur Kapitän bei Hansa Rostock mit strammem Schuss, sondern auch Vorbild mit Kampfansage. Wir wissen, was wir können und das müssen wir abrufen. Und wenn wir das machen, dann glaube ich schon, dass wir nach 90 Minuten als Sieger vom Platz gehen. Und nach dem Finale mal schauen, wer wessen Auto fahren darf. Am kommenden Donnerstag, dem Herrentag.